Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder von den Nachwuchs. Ich habe die vorhin gefüttert, jetzt haben die schöne Bäuche und dann könnt ihr ja mal gucken. Ach, guck mal, hier ist noch ein Männlein, das beobachte ich schon die ganze Zeit, aber er ist noch friedlich. Jetzt kann man nach dem Fressen sehr schön erkennen, was männlich und weiblich wird. Das wollte ich euch ja auch mal zeigen. Natürlich er droht, den kann ich gleich mal rausnehmen. Ich habe nämlich noch ein freies Gefäß für ihn. Und hier sieht man es auch ganz schön bei dem Hellen. Da ist nur ein Bauch, kein Laichansatz, das ist auch ein Männchen. Hier sieht man es auch durchschimmern, kein Laichansatz. Und hier könnte auch noch ein Männlein sein. Das auch. Gucken wir mal, hier ein Weibchen kommt. Das ist definitiv ein Weibchen. Da sieht man so einen ganz leichten Laichansatz. Auf jeden Fall sehr vollgefressen. Das könnte auch ein Weibchen sein. Ich bin gerade unsicher. Aber hier sieht man schön den Ansatz. Das ist nämlich so ein Dreieck. Sozusagen hinter dem Bauch. Hier sieht man es ganz gut. Guck mal, das Licht kommt so ein bisschen blöd. Ja, aber eins, was ein bisschen weiter hinten schwimmt, da sieht man es bei dem Weibchen, bei dem roten. Da ist so ein kleines Dreieck angedeutet. Ja, ich bin so weit, dass die Fische ausziehen können. Natürlich noch nicht alle, weil hier noch viele männliche zwischen sind, die noch friedlich sind. Die sind ja hier in dem 240 Liter Aquarium. Haben sie jetzt ganz viel Platz, um sich auszutoben, aber halten sich irgendwie nur hier auf. Da drüben sind nur wenige Fische. Die eine Pflanze ist schon wieder aufgetrieben. Ja. Es wird langsam so, wie ich es mir vorstelle. Also dschungelartig mit freien Flächen hier im linken Bereich. Die Lampe ist echt gut. Die habe ich neu, kann ich euch sonst mal verlinken. Natürlich hier auch Plage mit Entengrütze. Wie nennt ihr das denn? Ja, und die Weibchen dürfen auf jeden Fall schon ausziehen, die nicht rot komplett gefärbt sind, also die Cambo bei den roten. Und hier ist es abhängig, also da dürfen die ausziehen, die sozusagen nicht meinem Zuchtziel entsprechen und das farblich wie auch körperlich. Und das ist zum Beispiel, naja, könnte vielleicht noch ein Zuchtziel werden, aber das ist ein Mädchen, was jetzt nicht hundertprozentig da reinpasst und das auch nicht. Das ist zum Beispiel in meinem Zuchtziel drin. Das wiederum nicht. Das ist auch nicht im Zuchtziel drin. Die wird wahrscheinlich marbeln. Ja, hier sie auch nicht. Also sind viele dabei, die schon ausziehen können. Sowas ist zum Beispiel im Zuchtziel drin. Bei den Mustard Gas habe ich irgendwie zwei, drei Ziele mir gesteckt. Das ist natürlich auch wieder Bombe, ne? Guck mal, Liz, hier ist deiner. Den hat sie sich schon ausgesucht oder sie. Es ist ein Mädchen, glaube ich. Ein sehr schönes Tier, wie wir finden. Jetzt endlich ausgefärbt. Auch ein bisschen gedauert. Ja, so von den Bodies her sind alle echt schön. Jetzt natürlich vollgefressen. Aber es sind auch ein paar Marbeltiere bei. Guck mal, das könnte auch ein Männchen sein oder ein Weibchen, was keinen Bock hat auf das andere Tier. Also, schreibt mir sonst eure Wünsche, was ihr euch vorstellt, und dann gucken wir mal. Am liebsten wäre mir Abholung. Versand müssen wir gucken. Hat sich ja einiges geändert. Das ist zum Beispiel ein Zuchtziel. Guckt euch dieses Mädchen mal an. Oder Männchen? Mädchen. Voll schön, oder? Die knutschen sich schon hier. Hier ist auch noch ein tolles Tier. Er ist jetzt noch unscheinbar, aber ihr seht da das Leuchten. Guckt mal. Und die glänzen alle so schön. Guckt euch das mal an. Nicht wundern, hier ist noch so roter Kies zwischen. Den Kies wechsle ich nochmal. Jo. Gehen wir mal zu den Männchen. Habe ich ja auch einige schon hier in die Jars getan. Und da sind auch einige schöne Tiere dabei, wie der hier zum Beispiel. Der steht jetzt. Großer. Steht jetzt mal stellvertretend für die ganzen roten Männchen hier. Schöne Tiere, oder?
Also das Licht ist hier natürlich wieder richtig Banane, aber vom Flossenbau habe ich einige. So, und hier unten bei dem Mustard Gas, das ist zum Beispiel so ein Zugziel, sieht man jetzt auch nicht, aber schön blau abgegrenzt und der hier auch. Das nennt sich dann Pineapple. Ist eine Variante sozusagen vom Mustard Gas, nur dass es komplett gelb ist und hier ist es halt eher dunkel vom Body her. Da gibt es nochmal Abstufungen. So, machen wir wieder jetzt zu. Und da habe ich auch einige, also die roten Männchen, teilweise dürfen die schon gehen und hier dürfen zum Beispiel auch solche gehen, wo halt nicht zu viel entsprechen oder der hier. Oder der. Ja, die müssen heute auch sauber gemacht werden. Ich habe die nur vorhin gefüttert. Und dann mache ich die dann erst ein paar Stunden später sauber, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Sonst haben sie ja nicht alles gegessen. Mal gucken, wo hier noch die Separation hinkommt. Und die haben in den SEPA-Boxen 2,5-3 Liter. Und die Tiere sind noch so klein im Verhältnis, wenn ich mal hier Finger dran halte. Seht ihr ja, die haben noch genug Platz und kommen dann später in die 12 Liter, dann in die 25er, wenn sie ausgewählt wurden, dass ich sie beobachte, bis sie Zuchtgröße erreicht haben. Und dann kommen die in die 60er Becken. Die 60er Becken habe ich jetzt abgebaut, weil ich hier umbaue. Also könnt ihr gespannt sein, deswegen war es auch so leise. Ich habe mir nämlich ganz viele von diesen großen Becken zugelegt. Achtung, Chaos. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Ich habe natürlich nicht immer jeden Tag hier Zeit, groß was zu machen, aber wir haben gestern zum Beispiel hier schön Kies reingefüllt und das Wasser lasse ich dann ab, wenn das durchgecycelt ist und dann baue ich nämlich die beiden Becken um. Und dann kommen die Fische, die hier drin wohnen und die da drin wohnen, hier rein. Hier habe ich schön Lufthebefilter. Hier muss noch Foltermatten kaufen. Habe ich jetzt erstmal reingemacht, dass der Kies, also da unten ist zwar so ein Glas, sieht man das? Da ist so ein Glas und dann kommt die Matte, aber ja, hier habe ich so einen schönen Kies gefunden, der ein bisschen natürlicher ist. Der wird das Wasser aber aufhärten. Das ist jetzt dieser hier. Habe ich einmal die gröbere Variante und dann habe ich nochmal eine feinere, aber das ist so schön dunkel und ich glaube, das ist für Zucht und für die Tiere optisch gesehen schon echt der Brüller. Und ich brauche ja viel. Hier ist rechts und unten, wo das andere Männchen von mir drin wohnt, in dem Dschungel 60er. Da kommen dann auch mal große hin. Oder hier kommen ganz viele 60er hin, das weiß ich noch nicht, aber ich tendiere dazu, dass so ein großes hier drüben noch hinkommt und dann da oben drüber. Und hier habe ich das natürlich aufgedoppelt, falls da jetzt wieder Fragen kommen. Wir haben festgestellt, dass die Bretter hier, die wir hier drunter haben, besser sind. Ihr seht es hier, guckt mal, wie sich das hier durchbiegt. Hier stehen im Prinzip nur 200 Kilo drauf, das ist eigentlich für 400 Kilo ausgelegt. Und da muss man uns ein bisschen sputen, weil das hält nicht mehr lange. Also das Brett hält, ja, aber die Spannung, irgendwann ist die Spannung auf dem Aquarium so hoch, dass es nicht mehr funktioniert. Deswegen bin ich jetzt dran, dass die zwei jetzt endlich in das Becken kommen, dass ich hier die abbauen kann und dass wir hier für neue Regalböden uns anschaffen können. Ich weiß, ihr habt mich vorgewarnt, aber wir fanden die Regale hier am praktischsten, um erstmal zu starten. Ja, es gibt ja auch diese Aquaristik-Dinger, aber man muss ehrlich sagen, wir haben nicht das Geld dafür gehabt, hier so ein fettes Ding hinzustellen, so eine fette Anlage. Und ich bin sowieso eher der Freund, der mal gern mal was verändert und da ist so ein Regal einfacher. Dann wird nämlich auch das Becken hier oben abgerissen. Ich habe satt, Leute. Ich mache alles, aber es sieht hier nach 2 Tagen immer so aus. Ich weiß es nicht. Ihr habt das ja schon gesehen. Ich habe es schon dreimal neu gemacht, das Becken. Ich werde die Pflanzen rausholen, wässern, 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 wässern. Und dann kommt das ganze Zeug weg. Ja, der Kies kommt weg. Schade um den Kies, aber irgendwo muss das ja drinstecken. Ich weiß es nicht. Oder es liegt an der Lampe.
Vielleicht gebe ich den Kies noch mal eine Chance. Ja, das ärgert mich zu Tode, weil hier in den ganzen Becken ist nichts. Nix, keine Fadenalge, nix, 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 nix. Nix, nix, nix. Hier ist auch nichts drin, ja. Das ist die gleiche Lampe, nur ist die gleiche Lampe, ja. Also es kann doch nicht mal an der Lampe liegen, ich weiß es nicht. Das dazu. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeguckt habt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut.